Halt, das sind Funkler. Funkler sind wichtig. Genau wie Rülpsen. Ja, ich freue mich doch schon. Sieht das nicht geil aus? Ich blicke zu Sky. Nein, ich blicke. Nein, das war falsch. Ich verbessere diesen Style. Nein, ich blicke zu Sky. Auf die Hexenkeulen. Ich will doch einfach nur befreit sein. Gut erledigt, mein Freund. Ja. Seid verflucht, Bächter! So, halten wir mal schön drauf. Sie soll nicht verschnaufen können. Und schau mal an, sie kann verschnaufen. So eine Überraschung aber auch. Komm schon, komm schon. Und check die Sau, Bitch! Und die Ex-Köln ist perfekt gelegen, Alter. Sei deine Mutter! Arschloch! Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Hallo? Ja, vielen Dank! Die weicht aus! Jetzt komm halt her, du Blödes! Die Hexenkeulen sind erledigt. Du musst ja wohl nicht bleib ausgewichen, der Schwanz. Herzlichen Dank. So, das war das, was ich machen wollte. Ja, wie geschickt ausgefädelt hier. Zurück zu deinem kleinen Baum. Obwohl wir unser Gewölle darauf abladen, riecht die tausendmal besser als du, Schmonk. Was ist das denn jetzt? Willst du dich verarschen? Wo willst du hin? Was gefällt's hier? Du hässliches Stück Scheiße! Eieieiei, wieso hat er uns so weit abgeschlagen, ey? So, jetzt können wir mal kurz Schub machen. Jetzt stellen wir mal unten. Wenn wir mal einen Schuh kriegen. Hexstats, Hexenkeule. Gut erledigt, mein Freund. Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Wir warten und warten und Abwurf! Befreie den Mönch! Sie haben das Ziel fast erreicht. Da. Achte auf die Flocken, Wächter! Sie ruinieren deine Navigation, wenn du ihnen zu nahe kommst. Herzlichen Dank. Die Keulen haben die Route geändert. Beeilung, schnell! Ich bin dran. Also greifen sie doch die Hexenkeulen an? Interessant. Das machen die nicht. Aber so lässt sie dann ja leichter arbeiten und so. Wow, ich habe gar keine bekommen. Yeah. Und nochmal ein bisschen Sturzflug. Aufladen und so. Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Endlich was zu tun. Verlass hier also nicht. Los! Dann nehmen wir nochmal Sturzflug. Dann kümmern wir uns schon mal um die andere Seite, würde ich sagen. Komm her! So, achso, was ich noch sagen könnte, die Hexdämonen, die ja damals existiert haben, nur existieren, sind an einer ganz blöden Stelle eigentlich gespawnt. Und zwar. Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Jetzt reicht's mir, komm jetzt her. Und zwar mögen sie nämlich kein Salzwasser. Und da sie hier mitten auf dem Meer im Schneegebiet gespawnt sind, hatten sie so. Schnell, schnapp dir den Käfigträger! Irgendwas zu machen. Danke, Wächter.
lassen wir mal alles auf sie drauf. Dönen uns noch mal ein bisschen Energie dazu. Sei verflucht, Wächter! Macht mal was, Leute. Du siehst lecker. Alter, muss ich mich jetzt schon wieder drum kümmern. Kampflos werden sie die Mönche nicht aufgeben. Ja, dann macht doch mal was, Leute. Ich habe euch den Befehl gegeben, sie zu attackieren. Also los. Los. Befreie den Mönch. Zack. Ich stehe tief in deiner Schuld, junger Wächter. Selbstlosen Mut habe ich lang nicht gesehen. Können wir sie alle retten? Mehr als nur drei Stück gerettet. Des Weiteren muss es eigentlich die anderen beiden jetzt noch rennen. Das war viel zu schlecht. Naja. Ich werde mal ganz heimlich jetzt mal was süffeln. Was. Denieren. Runde Symbole auf dem Aggressionsrad stellen Feindziele dar. Mach's Sachen, Kollege. Ja. Siehst du? Vorsicht, okay. Vor den hohen Säulen. Sie enthalten hochkonzentrierte Flocken. Seid ihr zu nah, verwirren sie eure Mägen. Deshalb halten sie die Mönche am Boden. Wir müssen die Säulen vernichten, dann sind sie frei. Die Hexenkeulen zwangen die Mönche in ihrer Flockenmine zu arbeiten. Für Frieden ist es nun zu spät. Wir müssen sie retten. Dringen wir in die Anlage ein und vernichten wir die Flockensäulen. Erst dann sind meine Brüder frei. Komisch ist, normalerweise sind die Flocken eigentlich immer nur in Mäusen drinne gewesen. Hexenkeulen kommen. Die musst du zuerst vernichten, bevor du die Flockensäulen ausschalten kannst. Sie haben keine Chance. Ich hatte Norm, die sie gekümmert. Eindringlinge! Ihnen nach! Stören. Schlagt Alarm! Deine Mutter macht Schweinebraten! Sie ist sauer! Halt, nein! Die Gefangenen dürfen nicht entkommen! Was ist da los? Naja, halt! Ah. Du wirst das Los der Mönche teilen. Wo wissen Sie, wer ich bin? Wie soll ich meine Rüstung? Und warum hören Sie eigentlich alles hier? Scheiße, Sonne. Halt! Halt, Freunde! Halt! Oh, Hexenkräule! Halt! Ausweichen! Den nehmen wir mit! Wir sind fast am Rand, Alter! Was ist da los? Was ist da los? Los jetzt! Ja. Und Abwurf! Sie haben keine Chance! Den nehmen wir auch noch. Dringen wir in die Anlage ein und vernichten wir die Flockensäulen. Das sind ganz schön viele Säulen. Problem ist, dass ich der einzige bin, der irgendwie mal hier. Halt! Das Problem ist.